Tatort Paris. Schauplatz einer spektakulären Geschichte. Hinter der imposanten Fassade des Louvre bahnt sich ein Drama an. Millionen Leser weltweit kennen das Szenario aus dem Bestseller Sakrileg. Der amerikanische Autor Dan Brown schildert darin ein brutales Verbrechen. Das Opfer? Der Direktor des berühmten Museums. Was nur wenige aus seinem Umfeld wissen, er ist Mitglied einer mysteriösen Organisation, der Prieuré de Sion. Der Täter? Ein vom Vatikan gedungener Mörder. Nicht um Habgier, Ehre oder Eifersucht geht es in dem Krimi. Der Mann muss sterben, weil er ein brisantes Geheimnis kennt. Die Handlung pure Fiktion, aber wie der Autor versichert, von historischen Ereignissen inspiriert, die bis heute Rätsel aufgeben. Das Languedoc im Süden Frankreichs. Eine Region voller Mythen und Legenden. Sie erzählen von Rittern und Räubern, von Schätzen und Gräbern. Aber keine Geschichte ist so fantastisch wie die von einem winzigen Dorf am Fuß der Pyrenäen, Rennes-le-Château. Nicht einmal 40 Einwohner zählt die kleine Gemeinde. Und doch brachte es das verschlafene Nest mit seinen 3 Dutzend Häusern zu Weltruhm. Bis heute sind mehr als 500 Bücher über den abgelegenen Ort erschienen. Der Grund dafür ist ein rätselhafter Mann im Priestergewand, Abbé Béranger Saunière. Im Sommer 1885 macht sich der 35-jährige Gottesmann auf den Weg zu seiner neuen Pfarrstelle in Rennes-le-Château. Er weiß, was auf ihn zukommt. Messen, Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse. Die üblichen Pflichten eines katholischen Geistlichen. Der neue Dienstort auf der Spitze eines Hügels verheißt dem Abbé keine große Karriere und schon gar keinen Reichtum. Das Pfarrhaus direkt neben der Kirche gleicht mehr einer armseligen Hütte als einem standesgemäßen Domizil. Keine rosigen Aussichten. Denn mit 100 Francs pro Monat blieben einfache Pastoren damals arm wie eine Kirchenmaus. Die bescheidene Unterkunft muss der neue Amtsinhaber mit seiner zukünftigen Haushälterin teilen. Doch sie kommt nicht allein. Auch ihre 16-jährige Tochter Marie zieht unter das gemeinsame Dach. Nach dem frühen Tod der Mutter führt das hübsche Mädchen den Haushalt. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Der Priester verliebt sich hoffnungslos. Das Dorf zerreißt sich das Maul. Wenige Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Der arme Landpfarrer ist stolzer Besitzer eines stattlichen Anwesens. Er bewohnt eine pompöse Villa, umgeben von einem gepflegten Park. Entlang der Wege erinnern kleine Stationen an den Leidensweg Christi. Eine großzügige Terrasse samt neugotischem Anbau begrenzt das weitläufige Terrain und gewährt einen atemberaubenden Blick über die Landschaft. Dokumente aus dem Nachlass des Priesters zeugen von seiner erstaunlichen Geschäftstüchtigkeit. Er verfügt über Eisenbahnfonds, Erdölaktien und sogar über ausländische Konten. Ein Mann zwischen Bibel und Börsenkursen. Mehr als ungewöhnlich für einen Diener der Kirche, der zumindest offiziell keine lukrativen Einkünfte aufweisen kann. Nicht nur sein aufwendiger Lebensstil erregt Aufsehen. Auch die häusliche Idylle des Abbé fällt aus dem sittlichen Rahmen. Mit Marie Dernano führt er eine Ehe ohne Trauschein. Das weiß längst das ganze Dorf. Und als sei das nicht Provokation genug, wird er sie 1917 als Alleinerbin seines immensen Vermögens einsetzen. Stoff für einen Provinzskandal. Aber eigentlich auch nicht mehr. Es hätte nicht viel gefehlt und der Priester auf Abwägen wäre in Vergessenheit geraten. Mitsamt dem unscheinbaren Bergnest. Doch Anfang der 1960er Jahre interessieren sich plötzlich Lokaljournalisten für den Würdenträger.
Aus dem Gerede, Sonières Reichtum stamme von einem Schatz, formulieren die Schreiber eine griffige Schlagzeile. Kurze Zeit später schürt der französische Autor Gérard de Sade die Gerüchteküche. Er veröffentlicht ein Buch mit Abbildungen eines Pergaments, das Sonières zum großen Geld geführt haben soll. Das Dokument führt zu Hunderten von Abhandlungen, alle mit demselben Inhalt. Da sich die Kirche von Rennes-le-Château in erbärmlichem Zustand befand, wollte der Abbé sie renovieren. Das notwendige Kapital lieh er sich von der Gemeindekasse. Während der Umbauarbeiten machten die Maurer eine überraschende Entdeckung. Beim Abriss des Altars stießen sie auf alte Pergamente, die jemand dort offenbar versteckt hatte. So soll der Seelenhirte 1897 in den Besitz des ominösen Schriftstücks gekommen sein. Vordergründig handelt es sich um einen handgeschriebenen Ausschnitt aus der lateinischen Fassung des Neuen Testaments. Darin kritisieren die Pharisäer Jesus, weil er jüdische Gebote missachtet. Aber das Schriftbild zeigt merkwürdige Auffälligkeiten. Eine Reihe von Buchstaben ist höher gesetzt. Aus den Zeilen herausgelöst und in Reihenfolge gebracht, entsteht ein französischer Satz. Er bedeutet, dieser Schatz gehört König Dagobert II. Und Sion. Und er ist der Tod. Dagobert II. War ein Herrscher aus dem Geschlecht der Merowinger. Sion heißt Zion, der biblische Name für Jerusalem. Ein Schatz, der einem König und Jerusalem gehört und der Tod ist. Eine Botschaft voller Rätsel. Sofort nach Erscheinen des Buches von de Sade löste die verschlüsselte Nachricht eine Hysterie aus. Zahllose Schatzsucher pilgerten nach Rennes-le-Château in der Hoffnung auf das große Geld. Der Bürgermeister musste streng durchgreifen, um zu verhindern, dass die gesamte Gegend umgewühlt wurde. Gefunden haben die Glücksritter jedoch nichts. Dass der Pastor tatsächlich mit dem Pergament als Wegweiser etwas Wertvolles ausgegraben hat, kann niemand belegen. Vielmehr ist zu befürchten, dass ein raffinierter Fälscher in den 1960er Jahren die vermeintlich uralte Botschaft verfasst hat. Und dafür gibt es einen Beweis. Der französische Journalist Jean-Luc Chomeil hütet den umfangreichen Nachlass seines verstorbenen Kollegen de Sade. Zum ersten Mal präsentiert er im Fernsehen das umstrittene Pergament. Je vais voir Gérard de Sade en premier. Als ich Gérard de Sade zum ersten Mal traf, habe ich ihn gefragt, woher stammt das Dokument, denn Sie haben es ja als erster veröffentlicht. Und er hat geantwortet, ich habe es mit der Post bekommen, von einem anonymen Absender. Das Papier ist aus den 60er Jahren, wie man es damals in Schreibwarenläden verkauft hat. Und die Buchstaben sind schlecht gemacht, keine Frage, das ist modern. Und wenn es kein Pergament gibt, und das ist der Fall, gibt es auch die Geschichte nicht. Abbé Sonières und der Mythos von Rennes-le-Château. Nur der raffinierte Coup eines geschäftstüchtigen Schreiberlings aus der Pariser Bohème? In Südengland lebt ein Mann, der den Fall mit anderen Augen sieht. In den 1980er Jahren schrieb der Journalist Henry Lincoln mit zwei Co-Autoren den Bestseller Der Heilige Gral und seine Erben. Für den Briten zählt ausschließlich der Inhalt der Botschaft und nicht das Alter des Papiers. Ob die Pergamente 1980 oder 1890 hergestellt wurden, spielt überhaupt keine Rolle. Irgendjemand wusste etwas und versuchte, die Information verdeckt weiterzugeben. Und es scheint so, dass Sonières diese Informationen kannte. Dafür gibt es Hinweise. Und das sage ich nur, weil ich überprüfbare Beweise habe. Ich stelle keine Vermutungen an. Ich betrachte einfach das, was da ist. Evidence.
Henry Lincolns sogenannte Beweise sind in der Kirche von Rennes-le-Château für jedermann zugänglich. Der Bau geht zurück auf das 6. Jahrhundert, die Epoche der Merowinger. Der britische Autor ist überzeugt, Saunière hat bei der Umgestaltung des Innenraums an Skulpturen und Reliefs verborgene Botschaften angebracht. Neben dem Eingang hockt Asmodeus, ein grimmiger Dämon, nach jüdischer Überlieferung der Hüter verborgener Schätze. Für eine katholische Kirche tatsächlich ein ungewöhnliches Motiv. Über der Skulptur steht: In diesem Zeichen wirst du ihn besiegen. Das Wort le, zu Deutsch ihn, hat der Priester dem Zitat hinzugefügt. Lincoln hält den Vers für einen Code. Für ihn gehört das le zwischen die Initialen in der Kartusche von Béranger Saunière und bedeutet blé, französisch für Zaster. Der Begriff blé kommt auch in dem Papier aus Rennes vor. Kannte es der Pastor und hinterließ in der Kirche den Hinweis, dass er Gold gefunden hatte? Zwei legendäre Schätze aus der Vergangenheit sollen in der Region um Rennes-le-Château vergraben liegen. Ein Hort gehörte den Katharern. Die Sekte, die sich gegen bestimmte Lehren der Kirche auflehnte, hatte eine Festung auf dem Montségur, nur wenige Kilometer von Rennes-le-Château entfernt. Im 13. Jahrhundert führten die französischen Könige gegen die Abtrünnigen einen blutigen Feldzug. Kurz vor Erstürmung ihrer letzten Bastion sollen die strenggläubigen Männer ihren kostbaren Besitz an einen sicheren Ort irgendwo in der Umgebung geschafft haben. Oder führen die Zeilen mit dem Hinweis auf Zion auf eine andere Spur, und zwar auf ein weltberühmtes Ereignis? Der Triumphbogen von Kaiser Titus am Forum Romanum gibt darüber Aufschluss. Das Relief an der Innenwand dokumentiert den frevelhaften Raub des jüdischen Tempelschatzes durch die Römer. 410 fiel das heilige Gut den Westgoten in die Hände, als sie Rom eroberten. Mit ihrer Beute zogen die Sieger schließlich nach Südfrankreich, in die Gegend von Rennes-le-Château. Dort verliert sich die Spur. Als der arme Priester plötzlich zu Wohlstand gelangte, glaubten viele, er sei auf einen der beiden Schätze gestoßen. Doch bis heute ist keiner der Gegenstände aufgetaucht. Da der Abbé aber nachweislich über Unsummen an Bargeld verfügte, müsste er die Preziosen an kundige Interessenten verkauft haben. Eine These, die bislang zu keinem Resultat führte. Rennes-le-Château. Ein kleines Dorf, in dem sich niemand verlaufen kann. Und doch ein Labyrinth. Ein Gewirr aus rätselhaften Begebenheiten, Theorien, Schlussfolgerungen, Andeutungen und Spekulationen. Sie alle drehen sich um den unerklärlichen Geldsegen des Abbé Saunière. Alles, was er jemals unternahm, umgibt später eine geheimnisvolle Aura. Nicht nur Gerüchte über die dunkle Quelle seines Vermögens, sondern auch über ketzerische Handlungen innerhalb der Gemeinde rücken den Gottesmann ins Zwielicht. Vor allem der Umbau der Dorfkirche gibt bis heute Anlass zu fantastischen Interpretationen. So auch der Satz, den Saunière über dem Portal einmeißeln ließ. Terribilis est locus iste. Dies ist ein schrecklicher Ort. Aber das lateinische Terribilis bedeutet auch ehrfurchtgebietend. Und die Fortsetzung des Bibelzitats lautet: Hier ist das Haus Gottes und das Tor zum Himmel. Also durchaus kein Verstoß gegen die katholische Tradition. Doch immer wieder wird dem Seelenhirten die Missachtung von Regeln vorgeworfen. Ein Vorwurf, zu dem noch eine andere Darstellung im Innenraum beiträgt. Sie steht an einem prominenten Ort. Die Skulpturen im Altarraum zeigen Jesus in doppelter Ausführung. Maria hält ein Kind auf dem Arm, ebenso wie sein irdischer Vater Josef. In dem ungewöhnlichen Ensemble wollen bestimmte Autoren die Andeutung erkennen, dass eine andere Geschichte Jesu neben der biblischen Überlieferung existiert.
Darin spielt Maria Magdalena eine Schlüsselrolle. In Frankreich nimmt die biblische Sünderin fast den Rang einer Nationalheiligen ein. Kein Wunder, dass die Kirche von Rennes-le-Château schon vor Saunières Amtsantritt der Gefährtin Jesu geweiht war. Das Neue Testament liefert über das Verhältnis von Maria Magdalena zu Jesus nur spärliche Informationen. Der Wanderprediger habe der einstigen Prostituierten 7 Dämonen ausgetrieben. Später schließt sie sich dem Kreis seiner Jünger an und folgt der Lehre des Galiläers. Zweifelsfrei war die schöne Jüdin Jesus treu ergeben. Viele Publikationen der Neuzeit behaupten sogar, dass er sie zur Frau nahm und sie ihm einen Sohn gebar. Forscher, die darin einen historischen Kern sehen, berufen sich auf die Sonderstellung, die Maria Magdalena im Johannesevangelium einnimmt. Denn sie entdeckt als Erste die leere Gruft. Und sie ist die Erste, der sich der vom Tod Auferstandene zu erkennen gibt. Maria Magdalena ist sexy. Das ist eine gefallene Sünderin, die bereut. Das ist schon mal sehr gut. Und das macht Magdalena zu einer Heiligen für unsere Zeit, weil uns sowas interessiert. Nur das mit der Heiligkeit und mit der Reue gefällt uns natürlich nicht. Denn in unserer Zeit ist die Sinnlichkeit nun einmal etwas, das positiv sein muss, komme was wolle. Darum eignet sich die Magdalena dieses Geschichtsmythos so besonders gut für unsere Zeit. Sie ist nicht die Reuende, sondern das ist die, die ihre Sinnlichkeit mit einem interessanten Mann mit Köpfchen namens Jesus auslebt. Anhänger der These glauben, dass Saunières im streng katholischen Rennes-le-Château der außerbiblischen Liebesgeschichte zwischen Jesus und Maria Magdalena ein Denkmal setzte. Mit dem Bekenntnis zu der populären Heiligen steht er durchaus in der Tradition seines Landes. Viele Einheimische sind sogar davon überzeugt, sie sei irgendwo in Frankreich begraben. In Sainte-Marie-de-la-Mer in der Camargue verehren die Menschen noch heute die außergewöhnliche Figur. Berühmt die alljährliche Wallfahrt der Sinti und Roma. Das religiöse Fest geht auf eine Legende zurück. Etwa 10 Jahre nach der Kreuzigung Jesu sollen zwei Schwestern der Gottesmutter Maria gemeinsam mit Maria Magdalena an der südfranzösischen Küste gelandet sein. Der Vorstellung nach lebten die Frauen dort bis zu ihrem Tod. Eine fromme mittelalterliche Erzählung, die in Umlauf kam, um Pilger anzulocken. Ein Stoff, der Spielraum für zahlreiche Deutungen bietet, einer historischen Überprüfung aber nicht standhält. Dass die vermeintliche Gespielin Jesu im Leben des Pfarrers eine wichtige Rolle spielte, davon zeugt seine Vorliebe für Kunstwerke, die Magdalena darstellen. Seine Zuneigung für die Marienfigur sollte ihn in Verruf bringen. Jahrzehnte nach dem Tod des Abbé behaupten selbsternannte Experten plötzlich, er habe die von Jesus schwangere Magdalena in Stein meißeln lassen. Ein Fehlurteil. Denn Krone und gewölbter Leib sind die markanten Kennzeichen von Maria, der Mutter von Jesus. Aus dem brisanten Thema spinnen die Verfasser des sogenannten Sachbuchs vom Heiligen Gral um Magdalena eine Sensationsstory, die heftige Kontroversen auslöste. Richard Lee, mein Co-Autor und ich, stellten die Hypothese auf, die zum Kerngedanken unseres Buches wurde. Nämlich, dass Jesus tatsächlich Maria Magdalena heiratete, dass sie Kinder miteinander hatten und dass sie eine Blutlinie begründeten. Und dass sich diese Blutlinie über die Jahrhunderte bis in die heutige Zeit erhalten hat. Eine provokante These, doch sie widerspricht der christlichen Überlieferung. Damit nicht genug. Henry Lincoln deutet sogar historische Vorgänge um. Von der Welt unbemerkt durchziehe ein erbitterter Kampf die abendländische Geschichte. Und zwar zwischen der Kirche und den Nachkommen Jesu. Mit dem Selbstverständnis, Stellvertreter Christi auf Erden zu sein,
erhoben die Päpste den Anspruch, Europas Könige ins Amt einzusetzen. Lincoln zufolge hätten aber nicht weltliche Herrscher den Thron besteigen dürfen, sondern ausschließlich Nachkommen von Jesus. Sie allein seien berufen, als gekrönte Oberhäupter die Christen zu regieren. Das ominöse Pergament dient den Bestseller-Autoren als Bestätigung. Ihrer Meinung nach ist der Schatz, der Dagobert und Jerusalem gehört, kein Gold, sondern das Blut Jesu, das heißt seine Kinder. Und Dagobert II. Ist ein Nachfahre des Gekreuzigten. Der Prinz aus dem Geschlecht der Merowinger scheint perfekt in die abenteuerliche Geschichte zu passen. Von Kindesbeinen an gerät der künftige Regent immer wieder in Lebensgefahr. Zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert herrschten die Könige mit den langen Haaren über Frankreich. Im Lauf der Zeit aber gaben sie mehr und mehr Privilegien an ihre Minister, die Hausmeier, ab. Schließlich waren die Merowinger nicht mehr die wahren Herren im Lande. Das erfuhr der kleine Dagobert am eigenen Leib. Unverblümt griffen die Emporkömmlinge zur Krone. Im Jahr 656 verschleppten sie den Thronfolger in ein Kloster nach Irland. Die Entführung werten die Anhänger der Jesus-Verschwörung als Kommandounternehmen im Auftrag des Papstes, um den legitimen Erben des Erlösers kaltzustellen. Die Hausmeier, so die Theorie, dienten also der Kirche als Hilfs-Sheriffs. Im Alter von 20 gelang dem wagemutigen Prinzen die Flucht aus der irischen Verbannung. Noch einmal konnte er für seine Dynastie die Macht in Frankreich an sich reißen. Seine langjährigen Gegner gaben sich aber nicht geschlagen. Schon wenig später schmiedeten sie ein mörderisches Komplott. Die Hausmeier lockten Dagobert auf eine Jagd, von der er nicht zurückkehren sollte. Der heimtückische Anschlag auf den Ahnungslosen gelang. Der junge Monarch verblutete im Wald. Ein ehemaliges Kloster im belgischen Mons hütet eine Reliquie des Ermordeten. In der Nähe der Stadt soll der Merowinger einst gestorben sein. Sein Schädel beweist eindeutig, dass der König gewaltsam ums Leben kam. In der Hirnschale klafft eine große Spalte, die Spur eines kräftigen Axthiebs. Die sterblichen Überreste eines Nachfahren Jesu, sagen Lincoln und seine Leute. Und sie wollen auch wissen, wer das Geheimnis bis heute bewahrt hat. Die Signatur PS auf dem Pergament aus Rennes-le-Château verrät es. Die Prieuré de Sion. Eine mysteriöse Geheimgesellschaft, die im Verborgenen wirke. Jahrhundertelang seien nur die Mitglieder des exklusiven Clubs in die Wahrheit über die Blutlinie Jesu eingeweiht gewesen. Deshalb habe der Vatikan Agenten auf ihre Fersen geschickt. Kühne Gedanken mit großer Wirkung. Seit Dan Brown seinen Roman Sakrileg veröffentlichte, glauben Millionen Menschen an die Prieuré de Sion. Von Fakten und Tatsachen spricht der Autor und verweist auf entsprechende Dokumente in Paris. In der Bibliothèque Nationale liege der Beweis für die Existenz der verschwiegenen Gemeinschaft. Tatsächlich kann jeder Interessent vor Ort Einsicht in die betreffenden Papiere nehmen. Sie gelangten aus dem Nachlass eines gewissen Herrn Lobineau in den Bestand des ehrwürdigen Hauses. Geheime Dossiers. Doch kein altes Schriftstück, sondern 1967 verfasst. Der angebliche Beleg, eine Namensliste berühmter Männer, vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Sie alle sollen Großmeister der Prieuré gewesen sein. Darunter Leonardo da Vinci, der Physiker Isaac Newton, der Schriftsteller Victor Hugo und zuletzt der surrealistische Künstler Jean Cocteau. Ein erlauchter Kreis. Wissenschaftliche Beweiskraft aber besitzt das Dokument nicht.
Auch der vermeintliche Jesus-Nachkomme Dagobert taucht in den Unterlagen auf. Über seinen Sohn setzt sich die Linie bis zum ersten Kreuzfahrer Gottfried von Bouillon fort. So zumindest vermittelt es der Stammbaum. Lincoln strickt daraus eine eigene Version abendländischer Weltgeschichte, die im Heiligen Land ihren Anfang nimmt. Historisch verbürgt ist Gottfrieds Aufbruch nach Jerusalem. 1099 gelang es dem Herzog von Lothringen, mit seinem Heer die christlichen Städten den Muslimen zu entreißen. Lincoln dagegen sagt, mit der Herrschaft über die heilige Stadt tritt Gottfried das Erbe Jesu an. Um die Blutlinie dauerhaft vor Verfolgung durch die Kirche zu schützen, ruft er die Priöre ins Leben. Mit Hugues Despaillon bringt das Papier aus der Bibliothèque Nationale eine weitere Persönlichkeit der Geschichte ins Spiel. 1119 gründete der Kreuzritter mit 8 Gleichgesinnten den Templerorden. Die Mönche mit dem weißen Gewand über der Rüstung stellten ihr Leben in den Dienst Christi und widmeten sich dem Kampf gegen die Ungläubigen. In Wahrheit sei die Bruderschaft jedoch nichts anderes als eine Tarnorganisation der Prieuré de Sion, heißt es in einschlägigen Publikationen. Fakt ist, zu Beginn des 14. Jahrhunderts war der kleine Orden in Europa zu einer mächtigen und reichen Organisation herangewachsen. Bald aber starben die führenden Köpfe in den Flammen der Scheiterhaufen. Homosexualität und Götzenverehrung lautete die offizielle Anklage. Damals schwere Verbrechen, auf die Tod durch Verbrennen stand. Tatsächlich aber gierten der französische König und der Papst nur nach dem immensen Vermögen der Templer. Lincoln wiederum schreibt, mit den Rittern sollte das geheime Wissen um die Blutlinie des Heilands ausgerottet werden. Und ausgerechnet in Rennes-le-Château habe ein Schriftstück mit der explosiven Wahrheit die Zeiten überdauert. In der Burg des Dorfes wohnte einst die Adelsfamilie Blanchefort. Urkunden weisen ihren Vorfahren Bertrand als 6. Großmeister der Templer aus. Vor ihrem Tod 1781 verrät die letzte Angehörige des Geschlechts dem Pfarrer angeblich die brisanten Informationen. Daraufhin habe dieser das Pergament gefertigt und in der Kirche versteckt. Gut 100 Jahre später soll Saunière das Dokument gefunden haben. Lincoln zufolge reist der Geistliche nach Paris, weil er seine Entdeckung zunächst nicht deuten kann. In der quirligen Metropole sucht er Kontakt zu Aristokraten. Er zeigt ihnen das rätselhafte Papier. Als Hüter des uralten Wissens um die Blutlinie Jesu verstehen Saunières Gastgeber den Inhalt auf Anhieb. Keine Überraschung, denn nach der Auflösung des Templerordens existierte die Prieuré de Sion in Adelskreisen über Jahrhunderte im Verborgenen weiter. So wird der kleine Landpfarrer aus Rennes-le-Château zufällig zum Eingeweihten religiös-politischer Machenschaften. Für sein Schweigen bezahlen die Geheimbündler ihren neuen Partner großzügig. Damit schließt sich der Kreis der Lincoln-Theorie. Was mit Saunières ungeklärten finanziellen Verhältnissen beginnt, lässt der Autor in einer spektakulären Verschwörung enden. Tatsache ist, ab 1900 gab der Gottesmann die auffälligen Bauten auf seinem Anwesen in Auftrag. Der Hang zum Protz blieb nicht ohne Folgen. Schnell erreichte das Gerede über eine unablässig sprudelnde Geldquelle die nahegelegene Stadt Carcassonne. Hinter den trutzigen Mauern residierte der Dienstherr des Abbé. Neider in der Gemeinde hatten Saunière der Unterschlagung bezichtigt und damit ein kirchenamtliches Verfahren in Gang gesetzt. Erbost will Bischof de Beauséjour von dem verdächtigten Seelenhirten wissen, woher sein Vermögen stammt. Der Priester verteidigt sich mit der simplen Ausrede, er habe großzügige Spender, die aber anonym bleiben möchten. Der Vorgesetzte glaubt den Beteuerungen des störrischen Angeklagten nicht.
Gnadenlos enthebt er den selbstbewussten Pastor des Amtes. Erst nach dem Tod des Abbé kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Unterlagen aus seinem Nachlass offenbaren, dass ihm eine prominente Adlige 20.000 Francs zukommen ließ, und zwar Madame de Chambord. Ihr verstorbener Ehemann war ein Abkömmling des entmachteten Königshauses. Die freigebige Dame beteiligte sich auch an der Finanzierung der Kirche Sacré-Cœur in Paris, einem Bollwerk des katholischen Glaubens gegen die moderne Republik. Viele Priester standen damals auf Seiten der Royalisten und sehnten sich nach Rückkehr der Monarchie, nach einem Herrscher von Gottes Gnaden. Sauniers Predigten im Sinne der Königstreuen waren der Grund für die Zuwendung der reichen Witwe. Doch mit ihrem Geld allein hätte er sich seinen Lebensstil nicht leisten können. Das Ehepaar Captier besitzt Originaldokumente aus der Feder des Priesters. Etwa 40 Jahre nach seinem Tod kaufte der Vater von Frau Captier das Pfarrhaus samt Inventar. Verblüffend die Erkenntnis, der Priester hinterließ eine getürkte Buchführung. Offiziell rechnete er 3 Seelenmessen pro Tag mit dem Bistum ab. Tatsächlich kassierte er jedoch für Hunderte. Der schwunghafte Handel mit Gottesdiensten lieferte das Kapital für Sauniers imposante Neubauten. Seine illegalen Einkünfte über 2 Jahrzehnte entsprechen dem heutigen Gegenwert von etwa 900.000 Euro. Damals, und das ist übrigens noch heute so, war es einem Priester erlaubt, gegen Gebühr für verstorbene Seelenmessen zu lesen. Allerdings verteilten die Bistümer die Messen an die Priester. Sonnier fühlte sich dabei übergangen und nahm die Sache selbst in die Hand. Er wendete sich mit Briefen und Anzeigen direkt an Kirchengemeinden und katholische Vereine in ganz Frankreich. Sogar in den Kolonien bot er seine Dienste an. Im Lauf der Jahre ist daraus ein großes Geschäft geworden, weil viele Gemeinden die Honorare automatisch nur noch an Sommier überwiesen. Nach der Suspendierung feierte der Pastor die Gottesdienste in seiner Privatkapelle. Schätzungen zufolge soll er nicht weniger als 100.000 Messen verkauft haben. Ein skrupelloser Betrug an vielen gutgläubigen Menschen. Auch am Privatleben des Gauners in der Soutane änderte seine Entlassung nichts. Mit Marie Dernanou wohnte der Geistliche weiterhin unter einem Dach. Schon zu Lebzeiten überschrieb er der Geliebten das komfortable Haus, aus Furcht, der erschwindelte Besitz könne konfisziert werden. Viele simple Erklärungen. Was also bleibt übrig von der großen Verschwörung? Von der Erfolgsstory über einen armen Priester, der ein Pergament fand und reich wurde? Von mysteriösen Schätzen, einem Merowinger König und seiner geheim gehaltenen Abstammung? Von der verschwiegenen Beziehung zwischen Jesus und der biblischen Sünderin Maria Magdalena, von kodierten Botschaften und dem exklusiven Club der Prieuré de Sion? Übrig bleibt Pierre Plantard, ein Mann, der in der Geschichte bisher nicht vorkam und doch eine Schlüsselrolle spielt. Die Fährte des merkwürdigen Franzosen führt in die Umgebung von Genf, nach Saint-Julien. Das Archiv der Gemeindeverwaltung birgt den Schlüssel zur Enttarnung der angeblich uralten Geheimorganisation. Nicht von Gottfried von Bouillon und nicht im Mittelalter wurde die Prieuré de Sion gegründet, sondern am 7. Mai 1956 von Pierre Plantard. Ein üppiges Emblem schmückt die Urkunde des gemeinnützigen Vereins. Auf dem Programm des Ritterlichen Ordens katholischer Tradition steht die Unterstützung hilfsbedürftiger und alter Menschen. Dafür zeichnet Plantard mit seiner Unterschrift. Selbst der Name seines Clubs findet eine profane Erklärung. Bei Saint-Julien erstreckt sich die Montagne de Sion. Auf einem der Hügel sollte eine Prieuré, zu Deutsch ein Kloster, entstehen.
Die Einrichtung war nicht als Ordenshaus gedacht, sondern als religiöse Begegnungsstätte für Laien. Es blieb bei dem Plan. Zumal Plantard seinen Verein schon nach 3 Jahren auflöste. Vom gescheiterten katholischen Laienbund zur angeblich größten Geheimorganisation der Menschheitsgeschichte. Die fantastische Karriere der Prieuré de Sion trieb ihr Gründer allein aus eigennützigen Motiven an. Der 1920 geborene Franzose saß mehrfach wegen Betrugs im Gefängnis. Ein Hochstapler, der behauptet, ein Nachfahre der Merowinger und somit der legitime König Frankreichs zu sein. Ende der 1950er Jahre tut sich Plantard mit dem Schauspieler Philippe de Cherizet zusammen. Das Buch »Das Gold von Rennes« bringen sie gemeinsam mit dem Schriftsteller Gérard de Sade heraus. Darin abgedruckt das umstrittene Pergament. Die Story vom verborgenen Schatz und dem geheimnisvollen Dokument zieht Journalisten aus ganz Europa an. Sie alle wollen das Original einsehen. Doch das kann das Trio nicht zeigen. Stammt es doch aus seiner eigenen Werkstatt. Deshalb greifen sie zu einem Trick. Sie erstellen Stammbäume und Listen prominenter Persönlichkeiten und nennen die Clique nach Plantards Verein Prieuré de Sion. 1967 lassen sie die Papiere in der Bibliothèque Nationale registrieren. Durch die Signatur des Staatsarchivs wird die Fälschung geadelt und sozusagen amtlich. Ein Treffen in Paris 1979 gibt dem Fall eine neue Wendung. Henry Lincoln, Michael Bagent und Richard Lee interessieren sich für die Geschichte von Rennes. Bei ihren Recherchen stoßen die Journalisten auf Plantard und seine Mitstreiter. In einem Kinosaal arrangieren sie ein Treffen mit dem selbsternannten Nachfahren der merowingischen Könige. Der Gründer der Prieuré kommt nicht allein. Auch Jean-Luc Chaumey ist Zeuge der Begegnung. Richard Lee ging die Treppe hinunter auf Plantard zu und sagte: Guten Tag, Majestät. Dabei stolperte er und schlug mit einem lauten Krachen der Länge nach hin. Sowohl Plantard und seine Leute wie auch die Engländer erschraken und wichen zurück. Es sah aus, als wollten sie zu den Waffen greifen. Wie in einem Mafia-Film. Das war ziemlich amüsant. Der bizarre Auftakt zu einem beispiellosen Coup in der Geschichte des Journalismus. In ihrem Buch »Der heilige Gral und seine Erben« spinnen Lincoln, Bagent, Lee den Faden weiter und erschaffen den Mythos von der Blutlinie Jesu. Die Vorlage für Dan Browns Bestseller »Sakrileg«. Pierre Plantard erheben die Autoren zum legitimen Erben der Merowinger. Zudem verkaufen sie die jahrhundertealte Existenz der Prieuré de Sion als Tatsache und den Franzosen als Nachfolger der namhaften Vorsitzenden. Der eigentliche Knüller aber ist, dass Plantard aus der Blutlinie Maria Magdalenas abstamme, denn ihr Sohn aus der Verbindung mit Jesus soll ein Vorfahr von ihm und König Dagobert sein. Hypothesen, die auf einem gefälschten Dokument aufbauen, das Abbé Saunière in Rennes gefunden haben soll. Was diese ganze Geschichte von Rennes le Château unangenehm macht, ist, dass er sich nicht wie jeder vergangene historische Mythos damit begnügt, von einem König und seinen schönen 3 Töchtern zu erzählen, sondern dass er, in unserer Zeit ist das wohl ganz unvermeidbar, sich der objektiven, der wissenschaftlichen Rückendeckung versichern möchte. Und deswegen ständig mit dem Begriff der Wahrheit, der Faktualität operiert, der in einem Mythos nun einmal nichts zu suchen hat. Und das ist eigentlich das Problem mit dieser Geschichte, weil sie nämlich 2 komplett unterschiedliche Sektoren vermengt und dadurch verunreinigt. Der Mythos von Rennes le Château und die Blutlinie Jesu. Ein raffiniert gewobenes Netz aus Fiktion und Fakten. Selbst die Ausstattung der kleinen Pfarrkirche verleitet zu fantastischen Interpretationen. Aber auch das letzte Geheimnis löst sich in Wohlgefallen auf. Ein Atelier in Toulouse gibt Aufschluss. Seit dem Tod des letzten Besitzers sind die Räume verschlossen. Über 100 Jahre belieferte die Firma Giscard ganz Frankreich mit sakraler Kunst.
Die Unterlagen von Abbé Saunière offenbaren, dass auch der umtriebige Pastor in der Werkstatt arbeiten ließ. Die Objekte, keine Unikate, sondern Massenware. Die Skulpturen oder Reliefs wählten die Priester anhand eines umfangreichen Katalogs aus, je nach Geldbeutel und Geschmack. Die Figuren als Träger verschlüsselter Botschaften zu werten, entbehrt jeder Grundlage. Vielmehr schmückten die Motive, die Saunière bestellte, zahlreiche Gotteshäuser überall im Land. Am 22. Januar 1917 starb der legendäre Seelenhirte. Bis zuletzt kämpfte er vergeblich um die Wiedereinsetzung in sein Amt. Ein anderer Geistlicher versah den Dienst in der Gemeinde. Denn weder der Bischof noch die Kurie in Rom kamen dem Gesuch des Verstoßenen nach. Der treuen Marie d'Ernano, seiner großen Liebe, hinterließ er die prachtvolle Villa sowie sein gesamtes Vermögen. Sie überlebte ihren heimlichen Ehemann um fast 40 Jahre. Der eigensinnige Gottesmann hatte zwar alle Gelübde gebrochen, von geheimen Schätzen oder einer großen Verschwörung aber hat er nie etwas gewusst. Das Phänomen Rennes le Château. Das Schicksal eines Priesters, der in einem idyllischen Dorf im Süden Frankreichs das große Geld machte. Ein Täter, der Kirche und Gläubige schamlos betrog und zugleich Opfer journalistischer Hirngespinste, die ihn zur Schlüsselfigur einer weltweiten Verschwörung machten. So verschaffte Abbé François Béranger Saunière seinen Verleumdern ein Millionenvermögen und den Menschen den Stoff für eine unendliche Geschichte.